Ja, guten Morgen, herzlich willkommen zu Statistik 2. Ich hatte leider vergessen, den Stream auf YouTube zu starten. My fail. Genau, wir werden heute mit den Konfidenzintervallen weitermachen. Bevor wir das machen, würde ich Sie allerdings bitten, sich einmal 5 Minuten Zeit zu nehmen und die Vorlesung im LearnMap zu evaluieren. Wir werden die 5 Minuten das Video einfach pausieren. Sie haben in Ruhe Zeit, die Evaluation auszufüllen. Schreiben Sie auch gerne viel und reichlich Kommentare in die Freitextfelder. Die helfen uns immer am besten weiter, wie wir die Veranstaltung verändern und verbessern können. Also bis gleich.
Statistics. Okay, herzlich willkommen zurück zur Statistik. Wir haben uns in der letzten Woche mit Punktschätzern beschäftigt und wir hatten in der letzten Woche am Ende schon gesehen, dass wir auch Intervallschätzer berechnen können. Das heißt, ein Intervall aufstellen, in dem das den Warnwert eines Parameters mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überdeckt. Und wir haben am Ende gesehen, wir haben 4 verschiedene Ausgangspunkte. Und zwar genau je nachdem, wie oder welche Annahmen wir an unsere Zufallsvariable x, über die wir irgendetwas erfahren wollen, von der wir zum Beispiel den Erwartungswert schätzen möchten, welche Annahmen wir daran stellen. Wir haben gesehen, wenn wir das x normal verteilt annehmen, dann ist das Stichprobenmittel auch normal verteilt und das standardisierte Stichprobenmittel, wenn wir die Varianz kennen, ist auch normal verteilt. Das ist der erste Fall hier, also die Fallunterscheidung zwischen x ist normal verteilt und x ist nicht normal verteilt, aber dann muss die Stichprobe groß sein. Das ist die Unterscheidung auf der linken Seite und in der oberen Zeile haben wir noch die Unterscheidung, kennen wir die Varianz unserer Zufallsvariable oder kennen wir die Varianz nicht, dann müssen wir die Varianz auch wiederum schätzen. Und für diese 4 Fälle haben wir 4 verschiedene Verteilungen oder 3 verschiedene Verteilungen hier für das standardisierte Stichprobenmittel. Und basierend auf diesen Verteilungen können wir jetzt Konfidenzintervalle für die entsprechenden Parameter bestimmen. Das hat der Trailer letzte Woche schon begonnen. Ich möchte das Ganze nochmal aufgreifen und ein wenig auch grafisch Ihnen zeigen, wie das zustande kommt. Damit fangen wir jetzt heute an. Lösen Sie sich einmal vom standardisierten Stichprobenmittel und stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine Zufallsvariable z und die ist standardnormal verteilt. Also einen Erwartungswert von 0, eine Varianz von 1. Für diese Zufallsvariable können Sie ein Intervall aufstellen und dieses Intervall liegt zwischen minus c und plus c. Das heißt zwischen diesem Wert und diesem Wert. Und Sie können jetzt natürlich, wenn Sie c kennen, die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass z sich zwischen diesen Grenzen realisieren soll. Das heißt, wenn Sie c kennen, berechnen Sie die Verteilungsfunktion von c, subtrahieren die Verteilungsfunktion von minus c und haben genau diese Wahrscheinlichkeit dafür, dass x in diesem Bereich hier liegen wird. Beim Konfidenzintervall machen wir das Ganze umgekehrt. Wir kennen nicht c, aber wir kennen die Wahrscheinlichkeit oder wir legen die Wahrscheinlichkeit fest, mit der z sich innerhalb dieses Bereichs realisieren wird. Das heißt, wir sagen, dass dieser Bereich hier eine Wahrscheinlichkeit von 1 minus Alpha haben soll. Wählen für Alpha den Wert zum Beispiel 5%, dann wissen wir, z wird sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% in diesem Bereich realisieren. Und dann gehen wir umgekehrt vor und bestimmen, da wir die Wahrscheinlichkeit auf der rechten Seite schon kennen, jetzt das c auf der linken Seite. Also beziehungsweise diese beiden c's auf der linken Seite. Um das zu tun, können wir uns überlegen, in diesem Bereich zu liegen, hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 minus Alpha. Das heißt, außerhalb dieses Bereichs, also an den beiden Rändern der Verteilung zu liegen, hat eine Wahrscheinlichkeit von Alpha. Das heißt, an jedem Rand, da wir das Intervall mittig und in die Verteilung setzen, das heißt, an jedem Rand haben wir eine Wahrscheinlichkeit von Alpha halbe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit... Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem roten Bereich liegen, beträgt Alpha halbe und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem roten Bereich liegen, beträgt Alpha halbe. Jetzt wissen wir aber schon, dass die Wahrscheinlichkeit, links von minus c zu liegen, beträgt Alpha halbe, rechts von c zu liegen, beträgt 1 minus Alpha halbe. Das heißt, die Grenze minus c ist genau das Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung. Wir wissen gleichzeitig, größer als plus c, also größer als der Wert auf der rechten Seite, die rechte Grenze, sind nur Alpha halbe aller Beobachtungen, also die Wahrscheinlichkeit größer als plus c zu sein, ist Alpha halbe, dann ist natürlich c, also plus c, das 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung. Da die Verteilung symmetrisch haben wir auf der linken Seite, können wir auch schreiben, dass wir das Minus, das 1 minus
Alpha halbe Quantil haben und auf der rechten Seite das 1 minus Alpha halbe Quantil. Wenn wir Alpha jetzt auf 5% setzen, dann wäre das der berühmte Wert 1,96, den wir in der letzten Woche auch schon gesehen hatten. Wenn wir Alpha auf andere Werte setzen, hätten wir für C andere Grenzen. Das heißt, wenn wir irgendeine standardnormal verteilte Zufallsvariable nehmen und ein Intervall aufspannen wollen, in dem sich diese Zufallsvariable mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert, können wir das über diese Grenzen machen, über die Quantile der Standardnormalverteilung. Und zwar genau die, die Sie gerade gesehen haben. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen einen Schritt weiter und nehmen nicht irgendeine standardnormal verteilte Zufallsvariable, sondern eine Variable, von der wir bereits wissen, dass sie standardnormal verteilt ist. Also nicht z, sondern wir setzen für z das standardisierte Stichprobenmittel ein, also x² minus μ geteilt durch Sigma multipliziert mit Wurzel n. Wir wissen aus den letzten Wochen, dass diese Zufallsvariable standardnormal verteilt ist. Das heißt, für z können wir diesen Term einsetzen. Also von dem vierten Bullet Point bis zum aktuellen Bullet Point hat sich nur verändert, dass wir für z das standardisierte Stichprobenmittel eingesetzt haben. Und was wir jetzt machen müssen, um die Grenzen um das Stichprobenmittel, um x² herum zu bestimmen, ist, wir müssen einmal die Terme so umformen, dass in der Mitte nur noch das μ stehen bleibt. Also wir multiplizieren mit Sigma, wir subtrahieren x², wir multiplizieren mit minus 1, wir dividieren durch Wurzel n, also die ganzen Operationen, die Herr Trede letzte Woche ausführlich handschriftlich dargelegt hat, die führen wir alle aus und dann landen wir bei einem Konfidenzintervall, das vom Stichprobenmittel ein Stück nach links und ein Stück nach rechts geht, und zwar genau die Weite des Quantils der Standardnormalverteilung, denn das ist genau das Quantil, das wir in unseren ersten Überlegungen ganz oben schon identifiziert haben, multipliziert mit der Standardabweichung, dividiert durch die Wurzel der Stichprobengröße. Das subtrahieren wir für die untere Grenze, das addieren wir für die obere Grenze und dann haben wir ein Konfidenzintervall für unseren Erwartungswert in diesem Fall und sehen später, dass sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dieses Konfidenzintervall den wahren Erwartungswert überdecken wird. Gehen wir weiter mit den ursprünglichen Folien. Den ersten Fall habe ich gerade genau dargelegt, das heißt, x ist normal verteilt, Sigma Quadrat ist bekannt. Darüber können wir jetzt einmal hinweggehen, das ist dasselbe, was auf den vorherigen Folien auch schon stand. Durch Umformen haben wir dann die Rechenregeln für das Konfidenzintervall. Schauen wir uns da doch mal ein Beispiel an. Wir haben das Schokoladenbeispiel, das wir schon häufig gesehen haben, hier wieder gewählt. Das heißt, Sie haben eine Schokoladenfabrik, Sie produzieren 200 Gramm Tafeln oder Sie möchten 200 Gramm Tafeln produzieren. Sie kennen die Varianz Ihrer Maschine, Sie haben das Ding schon seit Jahrzehnten und Sie wissen, die Varianz der Maschine ist 4. Mal ist ein bisschen mehr in den Tafeln, mal ist es ein bisschen weniger. Die Einheit der Varianz wäre Gramm Quadrat, das ist keine sonderlich schöne Einheit. Da ist es auch sinnvoller, sich vielleicht die Standardabweichung anzuschauen. Die wäre in der Einheit Gramm, das heißt, mal sind es die typische Abweichung sind mal sind es 2 Gramm mehr, mal sind es 2 Gramm weniger in den Tafeln. Wir möchten aber jetzt den Erwartungswert unserer Maschine bzw. den Erwartungswert einer typischen Tafelschokolade schätzen und dann basierend auf dem Erwartungswertschätzer einen Konfidenzintervall bauen. Wie geht das? Wir nehmen uns eine Stichprobe, zum Beispiel hier von 8 Werten, hier direkt eine realisierte Stichprobe, mit der wir dann direkt ein konkretes Konfidenzintervall berechnen. Basierend auf diesen 8 Werten, wenn wir die alle addieren und durch 8 teilen, bekommen wir einen Mittelwert von 200,7625. Und dann können wir das konkrete Konfidenzintervall berechnen als diese 200,7625 plus minus das Quantil der Standardnormalverteilung. Das Quantil der Standardnormalverteilung, wir möchten ja ein 95% Konfidenzintervall haben, also nehmen wir das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung, also 1,96 ungefähr, multiplizieren das mit der Standardabweichung unserer Maschine, also 2, dividieren das durch die Wurzel der Anzahl der Beobachtungen, also 8. Fügen wir die Zahlen hier einmal ein, dann haben wir x² plus minus 1,96 mal Wurzel 4 durch 8.
Und wenn wir das Ganze ausfüllen, kommen wir dahin, dass wir ein Konfidenzintervall haben, das ungefähr zwischen 200,7625 plus minus 1,3859 liegt. Und das sind ungefähr 199,37 bis 202,14. Das heißt, wir haben tendenziell liegen wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, liegen unsere Schokoladentafeln irgendwo in diesem Bereich. Gut, damit gebe ich einmal kurz zurück zu Herrn Trede, der mit Ihnen den zweiten Fall durchgeht. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir. Sie hatten eben gesehen, dass wir insgesamt 4 Fälle betrachten, wenn wir uns für einen Konfidenzintervall für den Erwartungswert interessieren. Und diese 4 Fälle spannen sich dadurch auf, dass wir zum einen unterscheiden, ob wir eine Normalverteilung haben oder nicht. Häufig kann man aus bestimmten Überlegungen heraus mit einigermaßen Berechtigung davon ausgehen, dass eine bestimmte Zufallsvariable eine Normalverteilung hat. Dann sollte man diese Informationen natürlich auch nutzen. Häufig weiß man es nicht. Also wenn Sie sich für die Verteilung der Löhne interessieren beispielsweise oder Finanzrenditen interessieren oder viele andere Größen, dann ist die Normalverteilungsannahme häufig nicht gerechtfertigt. In dem Fall können wir diese Annahme nicht machen. Dann würden wir uns also in dieser Vierer-Tabelle würden wir uns in der unteren Zeile bewegen, in der die Normalverteilung nicht gilt. Also wir haben einerseits die Unterscheidung Normalverteilung oder Nicht-Normalverteilung und zum Zweiten haben wir die Unterscheidung, ob wir die Varianz kennen oder die Varianz nicht kennen. Das waren die beiden Spalten, also links die Spalte, da kannten wir die Varianz, rechts in der Spalte kennen wir die Varianz nicht. Welcher von diesen Fällen am realistischsten ist, ist, glaube ich, klar. Normalerweise sollten wir eher nicht davon ausgehen, dass wir eine Normalverteilung haben. Und normalerweise kennen wir die Varianz der Zufallsvariable natürlich nicht. Das heißt, eigentlich ist die Zelle unten rechts in dieser 2-Kreuz-2-Tabelle die, die am interessantesten ist. Wir gehen trotzdem alle 4 Fälle durch. Zum einen, weil die Wiederholung der Vorgehensweise ganz sinnvoll ist. Und zum anderen, weil dann erst so richtig deutlich wird, dass die Logik, die hinter allen diesen 4 Fällen steckt, eigentlich immer dieselbe ist. Gut, und darum gucken wir uns jetzt einen Fall an, der schon mal ein bisschen realistischer ist als das, was wir eben gesehen haben. Wir gucken uns jetzt nämlich den Fall an, wo die Zufallsvariable beliebig verteilt ist. Wenn wir eine beliebige Verteilung haben, können wir den zentralen Grenzwertsatz nutzen, um trotzdem auf eine Normalverteilung für das Stichprobenmittel zu kommen, wenn der Stichprobenumfang groß ist. An dieser Stelle ist es also wichtig, dass wir neben der beliebigen Verteilung davon ausgehen, dass wir einen großen Stichprobenumfang haben. Großer Stichprobenumfang kann alles Mögliche bedeuten. Das hatten wir letzte Woche ja schon mal thematisiert. Im Rahmen dieser Veranstaltung ist, glaube ich, eine ganz gute Faustregel, dass Sie sagen, n muss irgendwie 50 sein oder 100. Dann kann man schon meistens ganz sicher davon ausgehen, einigermaßen sicher davon ausgehen, dass der zentrale Grenzwertsatz tatsächlich greift. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir die Varianz kennen, dass also das Sigma-Quadrat bekannt ist. Zugegeben, das ist an dieser Stelle nicht besonders plausibel. Wir kennen an dieser Stelle den Erwartungswert der Zufallsvariable nicht, gehen aber davon aus, dass wir die Varianz kennen. Das ist eine Situation, die hat man wahrscheinlich normalerweise nie. Für die didaktische Herleitung ist das aber trotzdem ein sinnvoller Ansatz. Gut, wir hatten bei der Behandlung des zentralen Grenzwertsatzes vor 2 Wochen gesehen, dass bei beliebig verteilten Zufallsvariablen und großem Stichprobenumfang das Stichprobenmittel in seiner standardisierten Form approximativ einer Standardnormalverteilung folgt. Das war ein sehr tiefgreifendes Ergebnis, denn das Stichprobenmittel wird hier aus beliebig verteilten Zufallsvariablen berechnet und trotzdem landen wir bei einer Normalverteilung. Ja, das ist an dieser Stelle das Besondere, das hatten wir auch schon besprochen. Gut, auf der nächsten Folie sehen wir jetzt, dass man aus dieser Beziehung von eben, nämlich aus der Normalverteilungsannahme, aus der Normalverteilungsapproximation des Stichprobenmittels, des standardisierten Stichprobenmittels, durch exakt die gleichen Schritte, die wir letzte Woche gemacht haben, die ich Ihnen handschriftlich hier geleitet hatte, auf eigentlich genau das gleiche Ergebnis kommt, das wir letzte Woche auch hier geleitet haben, nämlich das Konfidenzintervall zum Niveau 1 minus Alpha für den Erwartungswert μ
sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen den Punktschätzer x quer, also das Stichprobenmittel, und dann rechnen wir plus minus irgendwas. Und dieses plus minus irgendwas besteht aus drei Komponenten, nämlich einmal einem Quantil, in diesem Fall dem 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung. Also meistens, wenn wir ein 95% Konfidenzintervall haben, 1,96. Dann die zweite Komponente ist das Sigma, das im Zähler des Bruches steht. Das ist eine Zahl, die uns angibt, wie zuverlässig oder wie weit unsere Daten in der Gegend herumstreuen. Und im Nenner Wurzel n. Also je größer der Stichprobenumfang, desto kleiner wird dieser Bruch. Das heißt, desto schmaler wird das Konfidenzintervall. Also wir können genau die gleichen Herleitungen machen wie in der letzten Woche, ohne die Normalverteilungsannahme. Allerdings haben wir jetzt den kleinen, wirklich nur kleinen Nachteil, dass es sich jetzt nicht um das exakte 1-Alpha-Konfidenzintervall handelt, sondern nur ungefähr um ein 1-Alpha-Konfidenzintervall. Also das Ganze gilt nur noch approximativ. Die Approximation ist allerdings, wenn das n nicht ganz klein ist, so exzellent, dass man im Grunde genommen sagen kann, statt des ungefähr Gleichheitszeichens auf dieser Folie könnte man eigentlich auch ein Gleichheitszeichen setzen. Das gilt quasi exakt, wenn das n, sagen wir mal, mindestens 100 oder 500 oder so ist. Also da ändert sich erstmal nicht viel. So, dazu gucken wir uns jetzt kein Beispiel an. Das läuft genauso wie das, was wir eben gesehen haben. Wir gehen direkt weiter mit der nächsten Folie. Jetzt wandern wir in die rechte Spalte dieser 2-Kreuz-2-Tabelle, also in die realistische Situation, dass wir die Varianz unserer Zufallsvariablen auch nicht kennen. Also wir kennen den Erwartungswert nicht, für den möchten wir gerne ein Konfidenzintervall schätzen, und wir kennen die Varianz nicht. Natürlich ist das die logische Standardsituation. Wir wissen wenig über die Verteilung aus der ökonomischen Theorie heraus. Wir wandern jetzt aber wieder in die obere Zeile. Das heißt, wir gehen jetzt wieder davon aus, dass wir eine Normalverteilung haben. Das ist jetzt unser Fall 3. Also die Zufallsvariable wird als normal verteilt angenommen. Wir kennen aber die Varianz dieser Verteilung nicht und den Erwartungswert natürlich auch nicht. Den möchten wir ja schätzen. Dann hatten wir in der letzten Woche gesehen, dass das standardisierte Stichprobenmittel einer T-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden folgt, wobei standardisieren jetzt bedeutet, dass wir nicht durch die leider ja unbekannte Standardabweichung dividieren, sondern durch die geschätzte, korrigierte Standardabweichung dividieren. Also im Nenner steht jetzt nicht mehr Sigma, sondern da steht S Stern. S Stern ist die Stichprobenstandardabweichung, die berechnet wird mit dem Term 1 durch n-1 vor der Summe. Also die n-1 Standardabweichung. Diese Größe folgt einer T-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden. Die hatten wir letzte Woche kurz kennengelernt. Und ich hatte Ihnen nur dazu gesagt, die T-Verteilung sieht sehr ähnlich aus wie die Normalverteilung, wie die Standardnormalverteilung, hat aber etwas breitere Flanken. Das heißt, die ist ein bisschen weiter auseinandergezogen. Je größer das n, desto mehr ähnelt sie einer Standardnormalverteilung. Wenn das n klein wird, wird sie wirklich breiter und hat stärkere Flanken. Von dieser T-Verteilung, die etwas kompliziert ist und die wir auch nicht wirklich ausführlich behandelt haben, kennt man die Quantile. Und wir möchten aufgrund der gleichen Überlegung, die Andreas ganz am Anfang schon gezeigt hat, jetzt das 1-Alpha-halbe Quantil dieser T-Verteilung gerne haben. Das nennen wir C. Und das C ist das 1-Alpha-Quantil der T-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden. Irgendwie überträgt sich hier heute das, was ich auf die Folien schreibe, nicht ins Netz. Das ist aber nicht so schlimm. Die Herleitungen, die jetzt folgen, sind genau die gleichen, wie das, was ganz am Anfang gezeigt worden ist, mit dem einzigen Unterschied, dass wir im Nenner jetzt nicht Sigma stehen haben, sondern S-Stern. Alles andere ist exakt dasselbe, wenn man bedenkt, dass das C jetzt ein anderes Quantil ist, ein bisschen anderes Quantil. Aber wenn wir C hinschreiben, ändert sich formal erstmal an dieser Stelle bei den Herleitungen überhaupt nichts. Und darum landen wir auch genau bei den gleichen Überlegungen wie letzte Woche oder wie jetzt eben am Anfang, nämlich bei dem Konfidenzintervall auf der nächsten Folie, bei dem wir sehen können, der wahre Erwartungswert μ
liegt mit einer großen Wahrscheinlichkeit von 1 minus Alpha in einem Intervall, dessen Mittelpunkt der Punktschätzer x quer ist und wo wir rechts und links noch was dazu bzw. Davon wegrechnen. Und die Breite oder das, was wir dazu rechnen oder wegrechnen auf jeder Seite, entspricht gerade dem Quantil c, multipliziert mit der Dispersionsmessung S Stern, dividiert durch Wurzel n. Also Sie sehen das darunter auch nochmal in der anderen Form aufgeschrieben als x quer plus minus irgendwas. Und das plus minus irgendwas besteht wieder aus diesen drei Komponenten: Quantil, Varianz oder besser gesagt Standardabweichung und Wurzel n. Genau das gleiche wie eben. Die einzigen Unterschiede bestehen jetzt darin, dass wir ein etwas anderes Quantil haben. Das müssen wir machen, weil wir die wahre Varianz nicht mehr kennen. Dadurch wird unsere Schätzung etwas weniger zuverlässig und das Quantil wird etwas größer. Also dieses Tn-1 Quantil zur Ordnung 1 minus Alpha halbe ist ein bisschen größer als 1,96 beim 95% Konfidenzintervall. Wie groß es ist, das hängt vom Stichprobenumfang ab. Je größer der Stichprobenumfang, desto eher nähert es sich an die 1,96 an. Bei kleinem Stichprobenumfang, sagen wir mal von 10 oder 5, ist es schon ein Stückchen größer, 2, irgendwas oder so. Und wir haben die weiteren beiden anderen Komponenten, die geschätzte Standardabweichung anstelle der wahren, die wir bisher hatten, und im Nenner wieder Wurzel n. Also die Interpretation dieser Größen oder die Einflussrichtung dieser drei Größen ist wieder genau dieselbe wie das, was wir in der letzten Woche schon besprochen haben. Also Sie sehen, das Ganze wird schon komplizierter, dadurch, dass wir die Varianz nicht mehr kennen. Wir müssen die Varianz jetzt schätzen und wir müssen ein etwas anderes Quantil benutzen. Aber von der ganzen Logik her, von der ganzen Vorgehensweise her, haben wir hier genau das gleiche Konfidenzintervall wie in dem einfachsten Fall, den wir letzte Woche schon besprochen hatten. Also Sie sehen, dass es durchaus sinnvoll ist, diese vier Fälle alle einzeln mal durchzugehen, um zu sehen, dass wirklich von der Logik her, von dem Kernstück her, sich nicht viel verändert von einem Fall zum nächsten. Man muss halt nur immer darauf achten, kenne ich die Varianz, kenne ich sie nicht. Wenn ich sie nicht kenne, muss ich sie schätzen. Bei den Quantilen müssen Sie darauf achten, benutze ich die Quantile der Normalverteilung oder der T-Verteilung. Das sind aber auch schon die beiden einzigen Unterscheidungen, die man sich an der Stelle merken muss. Oder Sie dürfen ja für die Klausur sich auch einen Spickzettel vorbereiten. Da haben Sie dann diese vier Fälle für die Konfidenzintervalle. Also wirklich schwer ist es nicht. Schwer an dieser Stelle ist was ganz anderes, was man als Anfänger normalerweise gar nicht als so schwer bemerkt. Schwer an dieser Stelle ist, sich nochmal klarzumachen, dass dieses Konfidenzintervall zufällige Unter- und Obergrenzen hat. Und zwar deswegen, weil das x quer eine Zufallsvariable ist. Das heißt, der Mittelpunkt des Konfidenzintervalls ist eine Zufallsvariable. Und um diesen Mittelpunkt herum legen wir jetzt noch einen Bereich, der ebenfalls zufällig ist. Zumindest wenn wir die Standardabweichung schätzen müssen. Denn das S-Stern ist auch eine Zufallsvariable. Das heißt, wir haben hier ein Konfidenzintervall mit einer zufälligen Untergrenze und einer zufälligen Obergrenze. Davon unterscheiden wir dann das konkrete Konfidenzintervall, das sich ergibt, wenn wir wirklich die Zahlen einsetzen und aus dem großen x-quer das kleine x-quer werden lassen, also die Realisation des Stichprobenmittels, und aus dem großen S-Stern das kleine S-Stern werden lassen, also die Realisation der Stichprobenstandardabweichung. Und das sehen wir jetzt beim nächsten Beispiel. Das übernimmt wieder Andreas. Statistics. Genau, wir sind hier im Fall, dass das x normal verteilt ist, das hatten wir gerade gesagt, und dass wir die Varianz oder die Standardabweichung von x nicht kennen. Das heißt, die müssen wir auch schätzen. Wir möchten jetzt hier ein 99% Konfidenzintervall herleiten. Das heißt, wir haben nicht als Quantil das 97,5% Quantil, sondern wir haben das 99,5% Quantil, das wir uns später anschauen. Und wir haben eine Stichprobe, die wieder die Größe, den Umfang 8 hat, und die Daten sehen Sie hier unten eingeblendet. Also 1,66 ist der erste Punkt, 4,56 und so weiter. Im ersten Schritt können wir natürlich dann den Schätzer für den Erwartungswert berechnen, also den Mittelwert dieser Stichprobe. Das sind 3,825. Und wir können die Varianz bzw. die Standardabweichung der Stichprobe schätzen. Und wenn wir S-Stern, S-Kleinstern berechnen, dann sehen wir, das ist 2,075.
Beides, sowohl den Erwartungswert oder den Mittelwert als auch die Standardabweichung, können wir direkt in R berechnen mit dem Mean und dem SD-Befehl. Das ist also sehr schnell und einfach gemacht. Und was wir dann noch brauchen, um das Konfidenzintervall, das konkrete Konfidenzintervall zu berechnen, ist natürlich das Quantil der entsprechenden T-Verteilung. Wir haben eben gesagt, wir brauchen n-1 Freiheitsgrade, also die T-Verteilung mit 7 Freiheitsgraden. Und das Quantil, das wir brauchen, ist das 1 minus Alpha halbe Quantil, also 1 minus 0,01 durch 2. Dann sind wir beim 0,995 Quantil oder beim 99,5% Quantil. Und genau das Quantil bekommen wir über die QT-Funktion, Q für das Quantil, T für die T-Verteilung, direkt aus R, das ist die simpelste Möglichkeit. Oder wir schauen in der T-Verteilungstabelle nach und würden auch da bei 7 Freiheitsgraden in der Spalte und in der Zeile 0,995 das entsprechende Quantil finden, und das ist 3,4995. Also Sie sehen hier, das ist schon wesentlich breiter als das Quantil oder wesentlich größer als das Quantil, das wir eben gesehen haben, bei selben Stichprobenumfang zwar, aber zum einen unbekannte Varianz, also der T, wir haben hier das Quantil der T-Verteilung, das größer ist als das entsprechende Quantil der Normalverteilung. Und wir haben auch hier nicht das 97,5% Quantil, sondern das 99,5% Quantil. Deswegen ist hier zu erwarten, dass das Konfidenzintervall vermutlich deutlich breiter werden wird. Berechnen wir das Ganze jetzt einmal konkret, dann sehen wir, dass wir den Mittelwert nehmen, 3,825. Und wir addieren und wir subtrahieren 3,4995, das Quantil, multipliziert mit der geschätzten Standardabweichung 2,0751 und dividiert durch die Wurzel der Anzahl der Beobachtungen. Und dann landen wir bei einem Intervall, das startet bei 1,2576 und das geht bis 6,3924. Das wäre jetzt hier ein konkretes 99% Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ. Und damit geht es einmal zurück zu Herrn Trede. Statistics. Ja, und jetzt haben wir nur noch einen Fall übrig, nämlich den Fall in der Tabelle unten rechts, also der Fall, wo wir eine Normalverteilung haben, wo wir keine Normalverteilung haben, sondern eine beliebige Verteilung und wo wir die Varianz nicht kennen. Also das x darf jetzt beliebig verteilt sein. Wir müssen dann, damit wir arbeiten können, den zentralen Grenzwertsatz nutzen. Der erfordert, dass der Stichprobenumfang groß ist. Das heißt, neben der beliebigen Verteilung brauchen wir jetzt die Annahme, dass der Stichprobenumfang groß genug ist. Und wir gehen weiterhin davon aus, dass die Varianz unbekannt ist. Der zentrale Grenzwertsatz gilt jetzt, weil wir einen großen Stichprobenumfang haben. Denn der zentrale Grenzwertsatz sagt ja gerade, wenn wir viele Größen aufaddieren, ist die Summe approximativ normal verteilt oder das Stichprobenmittel approximativ normal verteilt. Und deswegen ist das standardisierte Stichprobenmittel approximativ standardnormal verteilt. An dieser Stelle hier können wir jetzt zum Standardisieren nicht die wahre Varianz benutzen, sondern nur die geschätzte Varianz. Aus Gründen, auf die wir in dieser Vorlesung nicht eingehen, die Sie aber in Advanced Statistics im nächsten Semester sich zumindest als Volkswirt, nein, auch als Betriebswirt anhören können, also eines der Wahlpflichtmodule. Aus Gründen, die dort dann besprochen werden, ist es an dieser Stelle gleichgültig, ob Sie im Nenner jetzt mit der korrigierten Stichprobenstandardabweichung oder mit der unkorrigierten Stichprobenstandardabweichung S standardisieren. Also es ist gleichgültig, ob Sie hier S Stern oder S im Nenner stehen haben. Bei großem Stichprobenumfang ist der Unterschied so klein, dass die approximative Normalverteilung in beiden Fällen gilt. Das ist also gleichgültig. In den meisten Statistikprogrammen, also auch wenn Sie jetzt Excel benutzen würden, würde S Stern benutzt, würde S Stern an dieser Stelle genommen werden. Also, diese Beziehung Wurzel n mal x quer minus μ durch S Stern ist approximativ standardnormal verteilt. Das kennen wir schon. Das haben wir eben schon gesehen. Eben hatten wir die T-Verteilung zwar auf der rechten Seite stehen, aber die T-Verteilung ist ähnlich wie die Standardnormalverteilung. Und darum wundert uns das an dieser Stelle jetzt nicht, dass wir auch wieder ein Konfidenzintervall rauskriegen, das die gleiche Struktur hat wie eben, nämlich als Mittelpunkt x quer, wieder eine Zufallsvariable, dann wieder plus minus irgendwas. Und das plus minus irgendwas besteht wieder aus den drei Komponenten. Einmal das Quantil. Hier benutzen wir jetzt wieder das Quantil der Standardnormalverteilung, nicht der T-Verteilung. Und dann ein Bruch, bei dem oben die
Standardabweichung steht, in diesem Fall die geschätzte, korrigierte Standardabweichung und im Nenner Wurzel n. Und dieses Konfidenzintervall ist jetzt ein approximatives Konfidenzintervall wieder, weil die Normalverteilungsannahme nicht benutzt wurde, sondern wir nur den zentralen Grenzwertsatz aufgerufen haben. Darum haben wir hier ein approximatives Konfidenzintervall zum Niveau 1 minus Alpha. Und auch dazu rechnet Andreas jetzt wieder ein Beispiel vor. Statistics. Genau, vorrechnen werde ich das jetzt nicht direkt, weil wir haben ja schon gesagt, wir haben einen sehr großen Stichprobenumfang oder wir wollen einen sehr großen Stichprobenumfang haben. Und hier ist das Beispiel, wir sind am Nettoeinkommen interessiert von zufällig ausgewählten Haushalten und wir haben hier eine Stichprobe vom Umfang 300 aus zufällig ausgewählten Haushalten. Wir fragen sie, was der Nettoeinkommen ist, der Nettoarbeitseinkommen und berechnen können dann, wenn wir diese Stichprobe konkret erfasst haben, den Erwartungswert berechnen und auch ein Konfidenzintervall aufstellen. Wir möchten hier das 0,9 oder das 90% Konfidenzintervall für das Durchschnittseinkommen berechnen. Dann gehen wir wie folgt vor. Wir berechnen aus der Stichprobe x quer und s Stern. Beides machen wir natürlich nicht per Hand, sondern in R oder in irgendeinem anderen Statistikprogramm. Bei 300 Beobachtungen oder auch schon bei 40 Beobachtungen. Wir können das Alpha 1 minus Alpha halbe Quantil, also das 95% Quantil der Normalverteilung ebenfalls entweder aus einer Tabelle ablesen oder uns in R bestimmen lassen, das ist 1,6449 und dann berechnen wir das Konfidenzintervall genau wie wir das vorher gemacht haben als Mittelwert plus minus 1,6449 mal geschätzte Standardabweichung dividiert durch Wurzel des Stichprobenumfangs. Jetzt steht hier drunter, wir machen einmal Simulationen in R. Das machen wir für dieses Beispiel nicht, sondern etwas allgemeiner in einer Shiny-App. Statistics. Genau, in dieser Shiny-App sehen Sie auf der linken Seite einmal das Bedienungsmenü, Sie können den Stichprobenumfang ändern, den Erwartungswert von x ändern, Sie können die Varianz von x ändern und Sie können das Konfidenzniveau ändern, zu dem Sie das Intervall, also Sie können Konfidenzniveau des Intervalls ändern. Sie können weiterhin festlegen, ob die Varianz bekannt ist oder nicht. Wir gehen hier von der ersten Zeile der Tabelle aus, das heißt, wir nehmen implizit an, dass x normal verteilt ist. Lassen wir jetzt erstmal alles kurz so, wie es ist, ändern allerdings die Varianz auf bekannt, denn die Varianz ist 1. Wir simulieren die Daten, wir kennen also hier tatsächlich die Varianz. Dann simulieren wir das einfach mal und wir sehen, wir erhalten hier oben eine konkrete Stichprobe von hier in diesem Fall 20 Werten. Mit dieser Linie hier, die waagerechte Linie zeigt Ihnen den Punktschätzer für x quer. Das ist also hier ungefähr minus 0,4 oder minus 0,3. Und in der unteren Grafik sehen Sie einmal auf der mit dieser vertikalen Linie den wahren Wert des Erwartungswertes, also den wahren Wert von μ, entsprechend 0, entsprechend der Voreinstellung. Und Sie sehen hier das erste oder ein konkretes Konfidenzintervall und das geht hier von minus 0,8 bis plus 0,1. Und was Sie hier insbesondere sehen, ist, dass dieses konkrete Konfidenzintervall den wahren Wert beinhaltet. Das heißt, wir können hier über dieses konkrete Konfidenzintervall überhaupt gar keine Wahrscheinlichkeitsaussage mehr machen. Also wir können nicht sagen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit umfasst dieses Konfidenzintervall den wahren Wert, denn entweder umfasst das Konfidenzintervall den wahren Wert, und das ist hier der Fall, oder eben nicht. Also bei konkreten Konfidenzintervallen, die zwischen zwei Zahlen liegen, wissen wir, entweder liegt er da drin oder nicht. Wir wissen es einfach nur halt nicht. Aber es steht fest, ob der wahre Wert im Intervall liegt oder nicht. Wenn wir das Ganze jetzt ein paar Mal wiederholen, dann sehen wir, wir haben ganz viele Konfidenzintervalle und die meisten dieser Konfidenzintervalle treffen. Hier ist ein Konfidenzintervall, das liegt irgendwo zwischen minus 0,6 und minus 1,3. Und dieses Konfidenzintervall, dieses rote hier, umfasst offensichtlich nicht den wahren Wert. Auch hier können wir keine Wahrscheinlichkeitsaussage darüber machen, dass es mit irgendeiner bestimmten Wahrscheinlichkeit den wahren Wert beinhaltet. Das heißt, dieses konkrete Konfidenzintervall
beinhaltet nicht den Warenwert. Wenn wir das Ganze jetzt 100 Mal oder noch ein paar 100 Mal machen, dann sehen wir, dass der Anteil der Konfidenzintervalle, die den Warenwert treffen, in dem Fall hier 12 aus 215, also ungefähr 6 aus 100, also 6%, ist ungefähr 1 minus Alpha. Wenn wir das Ganze jetzt noch tausende Male wiederholen würden, dann würden wir sehen, dass der Anteil der Konfidenzintervalle, die den Warenwert beinhalten, exakt unserem Konfidenzniveau hier, unserem 1 minus Alpha entspricht. Und der Anteil der Konfidenzintervalle, die hier rot markiert sind, die den Warenwert nicht enthalten, der entspricht Alpha. Aber über das konkrete Konfidenzintervall können wir keine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen. Jetzt tun wir mal so, als würden wir die Varianz nicht kennen und wir setzen auch den Stichprobenumfang deutlich runter, zum Beispiel auf nur 5, weil wir haben irgendwie sehr wenig finanzielle Mittel und können nur 5 Leute zu irgendwelchen Sachen befragen und sind aber trotzdem daran interessiert, den Erwartungswert von beispielsweise dem Einkommen daraus zu schätzen. Machen wir das einfach mal und wir kennen die Varianz nicht, dann wissen wir ja, unser Konfidenzintervall basiert auf dem Quantil einer T-Verteilung. Und wenn wir das häufig wiederholen und wir die Varianz schätzen müssen, dann sehen wir auch, dass die Breite des Konfidenzintervalls sich hier etwas unterscheidet. Das heißt, bei unbekannter Varianz müssen wir die ja mitschätzen. Die ist also auch eine Zufallsvariable. Und die Realisationen sind natürlich immer andere, je nachdem, wie die Stichprobe ausfällt. Und je nachdem, wie die Stichprobe ausfällt, haben wir dann breite oder schmale Konfidenzintervalle. Wenn wir das Ganze noch ein paar Mal wiederholen, sehen wir, dass wir auch hier relativ schmale Konfidenzintervalle finden und sehr breite Konfidenzintervalle finden. Genau. Ganz gefährlich kann es hier werden, wenn Sie zum Beispiel ein sehr schmales Konfidenzintervall haben, das aber zum Beispiel in dem Fall von 1 bis 1,2 liegen könnte, weil einfach der Stichprobenumfang so gering ist. Dass es auch sein kann, dass wir wenige sehr ähnliche Werte beobachten, was uns ein sehr schmales Konfidenzintervall gibt und suggeriert, dass unsere Schätzung des Erwartungswerts sehr präzise ist. Das ist aber hier gar nicht der Fall, sondern es ist einfach reiner Zufall, dass das Konfidenzintervall auch so schmal ist. Das heißt, wenn wir sehr kleine Stichproben haben und die Varianz nicht kennen, können auch sehr schmale Konfidenzintervalle auftreten, die nicht den Warenwert beinhalten. Genau, spielen Sie auch mit der Shiny-App gerne zu Hause ein bisschen rum. Ich werde diese Shiny-App und auch die der letzten Woche noch hochladen. Das habe ich bei der letzten Woche noch nicht gemacht. Die kommt noch nachträglich. Bevor wir mit der Vorlesung weitermachen, möchte ich noch einmal kurz einen herzlichen Glückwunsch ausrichten, denn die liebe R hat heute Geburtstag. Genau, alles Gute zum Geburtstag. Lassen Sie auch gerne Geburtstagsglückwünsche in den Kommentaren da. Und dann wird sie sich bestimmt freuen. Wir machen jetzt mit der Vorlesung weiter und ich gebe einmal zurück an Herrn Trede. Statistics. Ja, und dann haben wir hier nochmal eine Übersicht. Das ist im Grunde genommen eine ähnliche 2-Kreuz-2-Tabelle wie am Anfang von heute. Wir haben in der oberen Zeile die Normalverteilungsannahme, in der unteren Zeile haben wir die beliebigen Verteilungen, aber große Stichprobenumfänge. Links haben wir die Situation mit bekannter Varianz und rechts die Situation mit unbekannter Varianz. Der realistischste Fall ist, denke ich, der unten rechts. Das heißt, Sie haben eine beliebige Verteilung. Sie wissen nicht, wie die Verteilung aussieht. Sie interessieren sich aber für den Erwartungswert. Sie kennen die Varianz natürlich dann auch meistens nicht. Die schätzen Sie aus den Daten und Sie erhalten dann das Konfidenzintervall x quer plus minus entsprechendes Quantil mal s Stern durch Wurzel n. Die anderen Fälle funktionieren ganz genauso. Hier können Sie nochmal schön sehen, dass unabhängig davon, in welcher dieser 4 Fälle Sie sich befinden, der Grundaufbau der Konfidenzintervalle immer derselbe ist. Wichtig nochmal, das, was eben auch in der Shiny-App klar rausgekommen ist, ein Konfidenzintervall ist noch ein zufälliges Produkt. Das heißt, das hat eine zufällige Untergrenze und eine zufällige Obergrenze. Und Sie können mit vollem Recht sagen, ein Konfidenzintervall hat überdeckt mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit den wahren Parameterwert μ, den wahren Erwartungswert. Für das konkrete Konfidenzintervall, wo Sie die Zufallsvariablen durch Ihre Realisationen ersetzen, also x quer durch klein x quer und s Stern durch klein s Stern, können Sie diese Wahrscheinlichkeitsaussage nicht mehr treffen. Dann können Sie nachträglich nur sagen, das Konfidenzintervall ist relativ breit, ich würde also wenig Vertrauen in meinen Punktschätzer setzen. Oder Sie können sagen, mein Konfidenzintervall ist relativ schmal, ich
würde relativ viel Vertrauen in meinen Punktschätzer setzen. Sie können aber nicht sagen, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit überdeckt dieses konkrete Konfidenzintervall, was von A bis B läuft, den wahren Wert μ. Diese Aussage wäre nicht gerechtfertigt. Also für die Interpretation von Konfidenzintervallen muss man da vorsichtig sein und klar unterscheiden zwischen dem Konfidenzintervall als Zufallsobjekt und der Realisation des Konfidenzintervalls. Das wird häufig falsch gemacht, ist von der Interpretation her auch nicht schön. Schöner wäre es natürlich, wenn Sie sagen könnten, dieses konkrete Konfidenzintervall von A bis B überdeckt mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit von 95% beispielsweise den wahren Wert. Das klappt aber in dieser Vorgehensweise hier leider nicht. Also da können Sie später im Studium, wenn Sie noch den Master machen, was zu bayesianischer Statistik sich anhören, da werden wir dann noch Fälle kennenlernen, wie man da doch schöner zu interpretierende Größen ausrechnen kann. Aber das muss noch ein bisschen warten. Wir machen noch eine kleine Ergänzung zu den Konfidenzintervallen. Das kommt jetzt auf der nächsten Folie. Das ist hauptsächlich für die Betriebswirte unter Ihnen von Interesse, aber auch für Volkswirte interessant. In manchen Fällen ist nämlich die Breite des Konfidenzintervalls etwas, das wir vorgeben können. Da rechnen wir also nicht aus, wie breit ist das Konfidenzintervall, sondern wir überlegen, bevor wir unsere Stichprobe tatsächlich ziehen, wie groß muss denn der Stichprobenumfang sein, damit wir ein Konfidenzintervall mit einer kleinen Breite haben, damit wir sozusagen eine vorgegebene Präzision für unsere Schätzung erreichen können. Mal angenommen, wir möchten gerne, dass unser Konfidenzintervall vom Punktschätzer aus um einen Bereich B nach links und B nach rechts geht, dann wäre die Breite des Konfidenzintervalls 2b, nämlich B nach links und B nach rechts. Und um das Ganze mal herzuleiten, gehen wir zunächst mal zur Vereinfachung wieder von dem Fall oben links aus, also von einer Normalverteilung mit einer bekannten Varianz. Dann wissen wir ja, wie das Konfidenzintervall aussieht. Das haben wir jetzt ja schon häufig gemacht und auch für die verschiedenen Fälle schon durchdekliniert. Wir haben den Punktschätzer x quer plus minus Quantil mal Standardabweichung durch Wurzel des Stichprobenumfangs. Wir möchten jetzt gerne, dass dieser Plus-Minus-Bereich gerade b entspricht. Denn das war unsere Vorgabe. Wir möchten gerne, dass das Konfidenzintervall um x quer herum um b nach links und um b nach rechts abweicht. Auf der nächsten Folie wird jetzt einfach das b auf diesen Plus-Minus-Wert gesetzt. Das heißt, das b ist jetzt gerade das, was wir abziehen von x quer und was wir hinzuaddieren zu x quer, nämlich Quantil mal Standardabweichung durch Wurzel des Stichprobenumfangs. Nun ist dieses b an dieser Stelle vorgegeben. Was dagegen nicht vorgegeben ist, ist der Stichprobenumfang Wurzel n. Das heißt, wir können diese Gleichung, bei der gesagt wird, b ist gleich irgendwas, können wir umformen, sodass der Stichprobenumfang auf der linken Seite steht. Dazu müssen wir einfach alles quadrieren und dann das n auf die linke Seite rüberziehen und das b Quadrat dann ja auf die rechte Seite runterziehen. Und wir können durch dieses einfache Umformen ausrechnen, dass der Mindeststichprobenumfang das quadrierte Quantil mal die Varianz durch b Quadrat ist. Also wir können auf diese Weise sagen, wie groß müssen wir unseren Stichprobenumfang wählen, damit unser Schätzer eine bestimmte Genauigkeit erreicht, damit das Plus-Minus-Intervall so und so klein ist. Das ist eine Standardvorgehensweise beispielsweise für Wahlumfragen und in der Marktforschung. Also gerade da sind Sie ja in der Lage, den Stichprobenumfang selber festzulegen. Und wenn Sie eine bestimmte Genauigkeit erreichen wollen, können Sie auf diese Weise ausrechnen, wie groß Ihr Stichprobenumfang mindestens sein muss. Der kann natürlich größer sein, dann wird das Konfidenzintervall noch schmaler. Das kann man machen. Sie kriegen in diesem Fall auch normalerweise ein n raus, was nicht ganzzahlig ist. Das müssten Sie dann auch runden. Das würde man normalerweise immer aufrunden, damit man auf der sicheren Seite ist. Aber das sind winzige Unterschiede. Das spielt praktisch gesehen dann keine große Rolle mehr. Wir sind hier in der Situation, wo wir die Varianz kennen. Das ist normalerweise nicht der Fall. In dem Fall reicht es häufig aus, diese Varianz grob abzuschätzen. Ja, also Sie müssen sehen, dieses hier sind jetzt wirklich Verfahren für die Praxis. Da kommt es nicht unbedingt auf die fünfte Nachkommastelle an. Das heißt, hier geht es darum zu wissen, muss ich jetzt einen Stichprobenumfang von 100 haben oder eher 5000. Und das können Sie grob abschätzen, auch wenn Sie die Varianz an dieser Stelle nicht kennen, sondern vorher nur abschätzen. Ja, gucken wir uns auch dazu ein Beispiel an. Statistics.
Genau, und da sind wir wieder beim Produktgewicht. Wir haben unsere Schokoladentafeln und wir möchten ein 95% Konfidenzintervall bestimmen für den Erwartungswert der Schokolade oder des Schokoladengewichts. Und die Breite 2b soll hier 0,2 Gramm betragen. Das heißt plus minus 0,1 Gramm. Das heißt, es ist hier schon relativ präzise, wenn wir mit einer relativ hohen Präzision den Erwartungswert bestimmen könnten. Gut, wie gehen wir jetzt vor? Die Formel schreibe ich nochmal auf. Der Mindeststichprobenumfang ist das Quantil zum Quadrat multipliziert mit der Varianz, geteilt durch die quadrierte einfache Breite, also das Plus oder das Minus, also das, was wir abziehen. In dem Fall 0,1 Gramm zum Quadrat. Setzen wir einmal alles ein. Das Quantil ist 1,96 ungefähr. Die Varianz hatten wir, die kennen wir in diesem Fall, in diesem relativ unrealistischen Szenario. Die war 4 und die Breite des Konfidenzintervalls ist 0,1. Und wenn wir das alles ausrechnen, dann erhalten wir, dass wir 1536,64 Tafeln bräuchten. Da wir keine 0,64 Tafeln produzieren, bräuchten wir also hier einen Mindeststichprobenumfang von 1537 Tafeln Schokolade. Und die müssten wir alle produzieren, verpacken, wiegen und dann die entsprechende Stichprobe analysieren. Das heißt, wir haben hier Kosten, die auf uns zukommen, weil wir die Tafeln danach nicht mehr verkaufen können. Und die Kosten möchten wir natürlich gering halten. Das heißt, wir können uns hier vorher überlegen, wie breit soll das Konfidenzintervall sein? Wie sicher wollen wir mit unserer Schätzung oder wie präzise wollen wir das Ganze messen? Und dann können wir direkt berechnen, okay, wie viel Material brauche ich denn hier? Wie viel Schokolade? Im nächsten Fall ein wesentlich realistischeres Beispiel. Da geht es darum herauszufinden, wie hoch der Wahlanteil der SPD-Wähler in NRW ist. Und wir möchten diesen Anteil mit einer Genauigkeit von plus minus 1,5% Punkten bestimmen. Zum Konfidenzniveau von 90%. Jetzt kennen wir hier den Anteil der SPD-Wähler ja nicht. Den wollen wir ja gerade schätzen. Und wir wissen, dass gleichzeitig die Varianz dieses Anteils, der Anteil multipliziert mit 1 minus den Anteil ist. Das heißt, der Anteil taucht sowohl im Erwartungswert natürlich auf, als auch in der Varianz. Wenn wir den Anteil kennen würden, würden wir die Varianz kennen und umgekehrt, wenn wir die Varianz schon kennen würden, kennen wir natürlich den Anteil auch. Da wir den nicht kennen, müssen wir den hier einmal vorab grob abschätzen, über den Daumen gepeilt, wie viele Menschen könnten das denn sein, und benutzen das dann als Schätzer für die Varianz. Dazu müssen wir nicht unbedingt Menschen befragen. Dazu können wir zum Beispiel auch in eine alte Umfrage gucken, sehen, okay, da steht zum Beispiel irgendwas um 30%. Und dann nehmen wir diesen Wert einfach mal an. Oder um 20%, dann würden wir 0,2 annehmen. Danach können wir dieselbe Formel für den Mindeststichprobenumfang verwenden. Zum Beispiel für Pi Stern gleich 0,3. Also wir schätzen, das wird irgendwo um 0,3 liegen. Das Quantil, das wir brauchen, ist 1,64. Also Quantil zum Quadrat multipliziert mit der Varianz. Und die Varianz ist hier 0,3 mal 1 minus 0,3, also 0,7. Also 0,3 mal 0,7. Und das dividieren wir durch das Quadrat der einfachen Breite des Konfidenzintervalls. Also durch 0,015 zum Quadrat, also 1,5 Prozentpunkte zum Quadrat. Und dann sehen wir, das ergibt, wenn wir das ausrechnen, 2510,293. Also brauchen wir 2511 Personen, die wir befragen, wenn 0,3 eine gute Vorabschätzung von Pi ist. Wenn wir annehmen, dass das eine gute Schätzung für Pi ist, dann brauchen wir 2511 Personen. Wenn wir andere Vorabschätzungen haben, brauchen wir eventuell mehr oder weniger Personen. Wir könnten hier auch ein Worst-Case-Szenario konstruieren, wie viele Personen wir allerhöchstens brauchen für eine entsprechende Intervallbreite. Wenn wir nämlich annehmen, dass Pi Stern 0,5 ist, dann ist die Varianz hier maximal, nämlich 0,25. Und dann hätten wir einen Wert von, ich weiß es gerade nicht, wahrscheinlich um die 2800 Personen, die wir im allerhöchsten Fall in diesem Worst-Case-Szenario, dass wir einen entsprechenden Anteil haben.
dass wir dann ungefähr 2800 Personen brauchen. Also um komplett auf der sicheren Seite zu sein, können wir hier auch einfach Pi-Stern stark überschätzen. Und damit geht es dann einmal zurück zu Herrn Trede. Statistics. So, wir haben jetzt einen großen Abschnitt gehabt, bei dem es darum ging, wie man Größen schätzen kann, die man nicht kennt. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Statistik in den Wirtschaftswissenschaften, eine ganz wichtige Aufgabe der Ökonometrie, denn wir haben in der ökonomischen Theorie viele Größen, die uns interessieren, die wir aber numerisch nicht kennen. Seien das irgendwelche Elastizitäten, seien das irgendwelche Grenzerträge, Grenzprodukte. Und das ist auch unabhängig davon, ob das in der BWL oder in der VWL ist oder im Finance-Bereich. In all diesen Bereichen interessieren wir uns häufig für numerische Größen, die wir aber nicht kennen, aus der Theorie heraus nicht kennen, die wir irgendwie aus den Daten heraus schätzen müssen. Und wir haben jetzt Methoden gesehen, mit denen man den Erwartungswert schätzen kann. Das gilt natürlich auch noch für viele andere Größen. Also es gibt nicht nur Methoden, mit denen man den Erwartungswert schätzen kann, sondern auch andere Größen, Elastizitäten beispielsweise, lassen sich mit statistischen Methoden schätzen. Von der ganzen Philosophie her ist die Vorgehensweise dann dieselbe. Darum gucken wir uns in dieser einführenden Statistikveranstaltung nur an, wie man das für den Erwartungswert einer Verteilung macht. Aber wenn Sie da die Philosophie, die dahinter steht, verstanden haben, dann können Sie das relativ leicht auf andere Situationen übertragen. Das war die Schätzung. Vielleicht nochmal kurz als wichtigsten, aus meiner Sicht wichtigsten, schwierigsten Punkt. Bei der Schätzung dürfen Sie nicht vergessen, dass ein Schätzer eine Zufallsvariable ist, denn der Schätzer basiert auf der Stichprobe und die Stichprobe besteht aus Zufallsexperimenten. Anders als das, was man normalerweise in der Umgangssprache darunter versteht. Genauso beim Konfidenzintervall. Das Konfidenzintervall ist ein zufälliges Intervall mit einer zufälligen Untergrenze und einer zufälligen Obergrenze. Was Sie dann ausrechnen später, ist die Realisation dieses zufälligen Konfidenzintervalls. Das sind so die schwierigen Punkte. Die sind auch wichtig zu verinnerlichen, denn die tauchen jetzt nochmal wieder auf, wenn wir zum nächsten Themenblock übergehen. Und das sind die Hypothesentests. Hypothesentests sind nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften ein extrem wichtiges Handwerkszeug der empirischen Arbeit, sondern in allen empirischen Wissenschaften. Auch in der Medizin, in der Klimatologie, in der Epidemiologie, wie man jetzt immer wieder sieht, in allen empirischen Wissenschaften. Bei den Hypothesentests geht es darum, eine wissenschaftliche Theorie, die sich niederschlägt in einer Hypothese über den Parameter einer Verteilung, empirisch zu überprüfen. Wir gucken uns das wieder in einer etwas vereinfachten Situation an und interessieren uns normalerweise nur für den Erwartungswert. Aber all diese Methoden sind von ihrer Logik her übertragbar auf komplexere Fälle. Gucken wir uns mal an, wie die Ausgangssituation ist beim Hypothesentest. Ausgangssituation ist für uns eine Zufallsvariable, deren Verteilung wir nicht kennen. Das ist natürlich eine absolut realistische Situation. Wir kennen normalerweise die Verteilung der Zufallsvariablen nicht, mit denen wir es zu tun haben. Und die meisten Größen, mit denen wir es in den Wirtschaftswissenschaften zu tun haben, sind aus unserer Sicht Zufallsvariablen, denn wir kennen die Werte nicht genau. Wir wissen nicht genau, was da passieren wird. Das ist für uns mit mehr oder weniger Unsicherheit behaftet und darum formal gesehen eine Zufallsvariable. Dass wir die Verteilung nicht kennen, wie gesagt, ist eine absolut realistische Situation. Die einzige Einschränkung liegt hier darin, dass wir es nur mit einer Zufallsvariable zu tun haben. In vielen empirischen Anwendungen hätten wir es natürlich lieber, dass wir mit mehreren Größen arbeiten können. Das kommt dann später irgendwann noch. Gut, das ist die Situation. Wir wollen etwas über die Verteilung lernen. Wir wollen eine Hypothese überprüfen. Das kommt auf der nächsten Folie. Aber zum Überprüfen ist klar, dass wir irgendwie uns die Realität angucken müssen. Allein aus der Theorie heraus können wir das nicht machen. Und dazu brauchen wir eine Stichprobe. Und wir interessieren uns für einen Parameter der Verteilung, den wir zunächst mal abstrakt benennen mit dem griechischen Buchstaben Theta. Und die Werte der möglichen Werte, die dieser Parameter Theta annehmen kann, bezeichnen wir mit Groß Theta. Das ist dieser Kringel da am Anfang in der ersten Zeile mit dem Strich in der Mitte. Also das ist die Menge der möglichen Parameterwerte. Wenn Sie sich jetzt für das Gewicht von Schokolade interessieren, dann wären die möglichen Parameterwerte für das erwartete Gewicht die positiven reellen Zahlen. Also, oder auch irgendwo nach oben begrenzt. Eine Tafel Schokolade kann nicht schwerer als, sagen wir mal, 100 Kilo sein.
das wäre schon sehr schwer. Aber egal, Sie haben jedenfalls eine bestimmte Menge von möglichen Werten, die angenommen werden können. Wenn Sie sich für Elastizitäten interessieren, zum Beispiel für eine Preiselastizität der Nachfrage, dann können Sie auch da bestimmte Mengen normalerweise eingrenzen, in denen der mögliche Parameterwert liegen kann. Wenn Sie sich für Varianzen interessieren, das ist sozusagen das Risiko auf den Finanzmärkten, dann kann die Varianz nicht negativ werden. Auch da können Sie die Parametermenge irgendwie eingrenzen. Wir schreiben das zunächst mal aber völlig abstrakt und völlig allgemein auf und interessieren uns für irgendeinen Parameter Theta und der liegt in irgendeiner Menge Groß Theta vom möglichen Parameterwert. Jetzt kommt das Testproblem. Unsere wissenschaftliche Theorie behauptet jetzt, dass unser Parameter Theta, klein Theta, in einer Menge Theta 0 liegt, die eine Teilmenge von Theta insgesamt ist, von Groß Theta. Also wir behaupten, dass der Parameterwerte innerhalb einer Menge Theta 0 liegt. Und das möchten wir gerne empirisch überprüfen und gucken, ob die Daten, die wir erheben, mit dieser Hypothese vereinbar sind oder ob die Daten, die wir erheben, diese Hypothese widersprechen. Also die Hypothese lautet, Theta, klein Theta, ist Element der Menge Theta 0. Theta 0 nennen wir die, nicht die Nullmenge, ich glaube, da gibt es gar keinen richtigen Namen für, aber die Hypothese, dass das Theta in dem Theta 0 liegt, die nennen wir die Nullhypothese. Das ist ein Begriff, den haben Sie in der Schule schon kennengelernt, den werden wir sehr, sehr viel benutzen und auch im Laufe des Studiums werden Sie diese Nullhypothese immer wieder, nicht nur in Statistik oder Ökonometrie, sondern in vielen anderen Wahlfächern oder auch Pflichtfächern wiedersehen. Also die Nullhypothese lautet, dass das Theta in der Menge Theta 0 liegt. Zu jeder Nullhypothese gehört eine Alternativhypothese, auf Deutsch heißt sie manchmal auch noch Gegenhypothese, und die nennen wir H1. H1 ist die Alternativhypothese und sie besagt, dass der wahre Parameterwert Theta, klein Theta, nicht in dem Theta 0 liegt. Das bedeutet in diesem Fall halt in der Menge Großtheta ohne die Menge Kleintheta. Und das sind die beiden Hypothesen. Wie gesagt, das ist zunächst mal völlig abstrakt, aber durch diese Abstraktheit halt auch ein besonders mächtiges Werkzeug, denn Abstraktion erlaubt uns ja, damit alle möglichen Situationen sehr allgemein zu erfassen. So, auf der nächsten Folie kommt jetzt ein bisschen Terminologie. Wenn der Umfang der Menge Theta 0 nur 1 ist, also wenn Theta 0 nur ein einziges Element enthält, dann nennen wir die Nullhypothese eine einfache Nullhypothese. Wenn die Menge Theta 0 mehr als ein Element enthält, dann nennen wir es eine zusammengesetzte Hypothese. Wir werden es mit beiden zu tun haben, meistens mit der einfachen Nullhypothese, aber wir gucken uns auch Fälle an, wo wir zusammengesetzte Hypothesen haben. Genau das Gleiche gilt für die Alternativhypothese. Also auch da können wir einfache Alternativhypothesen formulieren oder zusammengesetzte Alternativhypothesen. Wir werden in dieser Veranstaltung keine einfachen Alternativhypothesen uns ansehen, sondern nur zusammengesetzte. So, Theta 0, der wahre Parameterwert, der hypothetische Parameterwert, sei jetzt irgendeine von uns vorgegebene reelle Zahl. Also unsere Hypothese nennen wir jetzt wie folgt. Wir sagen, unsere Nullhypothese H0 lautet, der unbekannte wahre Parameterwert Theta soll den Wert Theta 0 haben. Also beispielsweise, wenn Sie sich für die Preiselastizität der Nachfrage interessieren, dann wäre minus 1 ein besonders interessanter Wert. Wenn der Preis 1% raufgeht, geht die Nachfrage um 1% runter. Und Sie könnten jetzt empirisch überprüfen, ob diese Elastizität von minus 1 tatsächlich mit den Daten vereinbar ist. Dann würde unsere Hypothese lauten, Theta, nämlich die Preiselastizität der Nachfrage, wäre gleich minus 1. Wenn Sie sich für ein Durchschnittsgewicht, beispielsweise wieder in diesem Schokoladenbeispiel, interessieren, dann könnte Ihre Nullhypothese lauten, Theta, das wäre dann der Erwartungswert der Schokolade, hat ein Durchschnittsgewicht von 200 Gramm. Und die Alternativhypothese lautet, ist nicht der Fall. Also die Nullhypothese wäre hier eine einfache Nullhypothese, denn Theta 0 enthält in diesem Fall nur einen Wert, nämlich Kleintheta 0,
Die Alternativhypothese wäre eine zusammengesetzte Hypothese, denn der Wert Theta kann hier überall sonst liegen, in dem Parameterraum Theta, Groß Theta. Also das wäre eine zusammengesetzte Hypothese. Dieses Testproblem nennen wir ein zweiseitiges Testproblem. Wir sehen gleich, warum das der Fall ist auf der nächsten Folie. Dann sehen wir nämlich die einseitigen Testprobleme. Einseitige Testprobleme sind so formuliert, dass in der Nullhypothese ein kleiner Gleich- oder ein größer Gleichzeichen auftaucht und in der Alternativhypothese jeweils die andere Richtung. Also das rechtseitige, einseitige Testproblem besagt, dass das Theta kleiner gleich Theta 0 ist und die Alternative sagt, es liegt rechts von Theta 0. Und bei dem einseitigen, linksseitigen Testproblem besagt die Nullhypothese, dass Theta ist größer als Theta 0 und die Alternative besagt, es ist kleiner als Theta 0. Also hier könnten Sie sich zum Beispiel für die Frage interessieren, ist die Preiselastizität der Nachfrage elastisch oder nicht? Ist der Wert also kleiner gleich minus 1, also elastischer als minus 1 oder nicht? Dann hätten Sie ein rechtseitiges Testproblem. In anderen Fällen könnten Sie sich dafür interessieren, ob in der Nullhypothese der Wert größer gleich formuliert wird. Wenn in der Mitte das Gleichheitszeichen steht bei der Nullhypothese, dann haben wir ein zweiseitiges Testproblem, denn in der Alternativhypothese steht dann entweder es ist kleiner gleich oder größer gleich, also einfach ungleich Theta 0. Damit haben wir schon so ein bisschen an Terminologie kennengelernt, nämlich einfache Hypothesen und zusammengesetzte Hypothesen, Nullhypothese und Alternativhypothese. Wir haben die Parameter kennengelernt, wir haben den Parameterraum kennengelernt, wir haben zweiseitige und einseitige Testprobleme kennengelernt. Jetzt kommt der eigentliche Test. Der eigentliche Test sieht so aus, dass wir eine Stichprobe erheben und dann mit Hilfe der Stichprobe entscheiden, ob wir die Nullhypothese ablehnen oder nicht. Sie können das ein bisschen vergleichen mit einem Gerichtsverfahren. Da gucken Sie sich die Beweise an, das entspricht der Stichprobe, und Sie lehnen dann die Unschuldsvermutung ab oder nicht. Ja, also so läuft auch ein Test ab. Sie gucken sich die Beweise an, das ist die Stichprobe, und dann entscheiden Sie, ob die Nullhypothese abgelehnt werden soll oder nicht. Achten Sie hier auf die Formulierung. Hier wird entschieden, ob die Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese abgelehnt wird oder nicht. Hier wird nicht entschieden, ob die Nullhypothese richtig ist oder nicht. Das klingt mal so ein bisschen haarspalterisch am Anfang, aber wir werden sehen, dass das eine sehr sinnvolle Bezeichnungsweise ist. Gucken wir uns zunächst aber mal an, wie dieser Test jetzt technisch durchgeführt wird. Auch das ist erstmal in völliger Allgemeinheit formuliert. Lassen Sie sich davon bitte nicht abschrecken. Also diese Abstraktion, diese große Allgemeinheit ist die Stärke dieses Vorgehens. Wir gucken uns das dann hinterher in konkreten Situationen an. Aber wenn Sie die allgemeine Situation gedanklich verstanden haben, sind Sie in der Lage, eben alle möglichen Probleme, alle möglichen Testprobleme zu verstehen und nicht nur das eine, das wir uns dann im Beispiel angucken. So, wie läuft der Test ab? Um den Test durchzuführen, berechnen wir eine sogenannte Teststatistik. Was eine Statistik ist, haben wir letzte Woche gelernt. Eine Statistik ist eine Funktion der Stichprobenelemente. Und so ist auch eine Teststatistik eine Funktion der Stichprobenelemente. Also eine Funktion, die nennen wir hier groß T, der Stichprobenelemente x1 bis xn. Das ist die Teststatistik. Denken Sie dran, Statistiken sind Zufallsvariablen, denn sie hängen ja von der Stichprobe ab und die Stichprobe besteht aus Zufallsvariablen. Also ist die Teststatistik eine Zufallsvariable. Als nächstes definieren wir einen sogenannten kritischen Bereich. Das ist eine Teilmenge aus R. Und diesen kritischen Bereich wählen wir auf geeignete Art und Weise aus. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und die Testentscheidung sieht dann so aus, dass wir vergleichen, ob die Teststatistik in dem kritischen Bereich drin liegt oder nicht. Wenn die Teststatistik in dem kritischen Bereich liegt, dann lehnen wir die Nullhypothese ab. Wenn die Teststatistik nicht in dem kritischen Bereich liegt, dann lehnen wir die Nullhypothese nicht ab. Okay? Also wir sagen nicht, dass die Alternativhypothese in dem ersten Fall richtig ist. Und wir sagen auch nicht, dass die Nullhypothese im zweiten Fall richtig ist. Wir sagen, dass wir die Nullhypothese ablehnen oder nicht ablehnen. Das ist keine Aussage darüber,
welche der beiden Hypothesen richtig ist. Sie sehen schon, das Ganze ist eine zufällige Entscheidung. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Denn die Teststatistik ist ja eine Zufallsvariable. Und weil die Teststatistik eine Zufallsvariable ist, kann es sein, dass die zufällig im kritischen Bereich liegt. Dann lehnen wir die Nullhypothese ab. Es kann sein, dass sie zufällig nicht im kritischen Bereich liegt. Dann lehnen wir die Nullhypothese nicht ab. Also die Testentscheidung ist eine Zufallsentscheidung, weil die Teststatistik eine Zufallsvariable ist. Ob der kritische Bereich zufällig ist oder nicht, das ist unterschiedlich. Es spielt an dieser Stelle aber auch keine Rolle. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass die Teststatistik zufällig ist und zufällig im kritischen Bereich liegen kann oder auch zufällig nicht im kritischen Bereich liegen kann. Das heißt, wir können zwei Arten von Fehlern begehen, wenn wir unsere Testentscheidung durchführen. Es kann nämlich passieren, dass wir die Nullhypothese ablehnen, obwohl sie in Wirklichkeit stimmt. Dann begehen wir einen sogenannten Fehler erster Art. Es kann aber auch sein, dass wir die Nullhypothese nicht ablehnen, obwohl wir sie eigentlich ablehnen sollten, weil sie falsch ist. Dann beginnen wir einen Fehler zweiter Art. Beides sind ärgerliche Fehler. In dem einen Fall lehnen wir die Nullhypothese ab, obwohl wir sie beibehalten sollten. In dem zweiten Fall lehnen wir die Nullhypothese nicht ab, obwohl sie in Wirklichkeit falsch ist. Welcher dieser Fehler ist schlimmer? Das ist eine Entscheidung, die ist letztlich, das ist letztlich eine Werteentscheidung oder eine Konventionsentscheidung. Aus der Wissenschaftstheorie heraus hat sich die Meinung durchgesetzt, dass ein Fehler erster Art der schlimmere Fehler ist, nämlich das Ablehnen einer Hypothese. So wie sich beim Gerichtsverfahren als Werteentscheidung oder auch meinetwegen nur als Konvention herausgebildet hat, dass ein Schuldigsprechen des Angeklagten, obwohl er in Wirklichkeit unschuldig ist, eine schlimmere Entscheidung ist als die Freilassung eines Schuldigen. Ja, auch das ist eine Konvention, die sich aus einer bestimmten Werteidee heraus entwickelt hat. Und so, genau in Analogie dazu, hat sich in der empirischen Forschung die Werteentscheidung herausgebildet, dass die Ablehnung einer korrekten Hypothese ein schlimmerer Fehler ist als die Nichtablehnung einer falschen Hypothese. Warum ist das so? Und dazu muss man so ein kleines bisschen ausholen in der Wissenschafts- oder in der Erkenntnistheorie. Die Idee des wissenschaftlichen Vorgehens besteht ja darin, dass Sie Hypothesen aufstellen und gucken, ob Sie diese Hypothese falsifizieren können. Eine wissenschaftliche Hypothese können Sie niemals wirklich verifizieren, denn es könnte immer sein, dass Sie noch eine Situation finden, in der sie sich dann doch als falsch herausstellt. Das heißt, im wissenschaftlichen Prozess stellen Sie Hypothesen auf, Sie überprüfen diese Hypothesen empirisch, versuchen, diese Hypothesen zu widerlegen. Wenn Sie Evidenz gegen die Hypothesen finden, werden die Hypothesen widerlegt und durch andere Hypothesen ersetzt oder angepasst. Wenn die Daten, die Sie erheben, mit der Hypothese vereinbar sind, dann bleibt die Hypothese sozusagen im Rennen und wird noch nicht abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass sie stimmt. Das heißt nur, dass wir bisher noch keine Beweise gegen diese Hypothese gefunden haben. Das ist die übliche erkenntnistheoretische Vorgehensweise in den Wissenschaften. Und das überträgt sich jetzt auf diese Testentscheidung. Also wenn wir Hypothesen im Rennen lassen, so lange, bis wir Evidenz haben, dass sie falsch sind und dann durch andere Hypothesen oder durch angepasste Hypothesen ersetzen, dann ist klar, dass ein Fehler erster Art der schlimmere Fehler ist. Denn beim Fehler erster Art lehnen wir eine Hypothese ab, obwohl sie eigentlich noch im Rennen bleiben sollte. Ja, sie ist sozusagen rausgekegelt worden und ist damit weg. Und das ist ein Problem, denn eine Hypothese, die abgelehnt worden ist, die ist halt verschwunden. Dagegen eine Hypothese, die noch nicht abgelehnt ist, wird nicht als wahr angenommen, sondern da gehen wir einfach nur davon aus, dass sie wahr sein könnte, dass sich aber möglicherweise in Zukunft Evidenz findet gegen diese Nullhypothese. Das heißt, wenn wir eine Hypothese nicht ablehnen, sondern fälschlicherweise noch im Rennen drin lassen, ist das nicht so schlimm, denn die wird später noch rausgekegelt werden irgendwann. Darum ist ein Fehler zweiter Art nicht so schlimm wie ein Fehler erster Art. Das hat also wirklich einen tiefischen, eher philosophischen Hintergrund oder Untergrund, müsste man an dieser Stelle vielleicht eher sagen, eine philosophische Basis. Das ist nicht irgendwie willkürlich entschieden, sondern da steckt wirklich was dahinter. Okay, also Fehler erster Art ist schlimm, Fehler zweiter Art ist nicht so schlimm.
Ob wir einen solchen Fehler erster Art begehen oder einen Fehler zweiter Art begehen oder nicht, ist das Ergebnis einer zufälligen Entscheidung. Und darum können wir an dieser Stelle auch die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Fehler bestimmen. Und das erfolgt auf der nächsten Folie. Da wird nämlich definiert die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler erster Art und die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zweiter Art. Die Formeln sehen ein bisschen kompliziert aus. Lassen Sie zunächst mal das Supremum-Symbol einfach gedanklich weg, das hinter dem Gleichheitszeichen steht. Dann haben wir im oberen Bullet Point haben wir die Fehlerwahrscheinlichkeit erster Art. Manche Leute nennen es auch den Alpha-Fehler, weil es meistens mit Alpha bezeichnet wird. Und das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unsere Teststatistik groß T in dem kritischen Bereich liegt. Wenn die Nullhypothese stimmt. Und wenn die Nullhypothese stimmt, bedeutet das, dass der wahre Parameter Theta, und jetzt gucken Sie sich doch das Supremum-Symbol noch an, dass der wahre Parameter Theta in dem Bereich liegt, der von der Nullhypothese vorgegeben wird. Also zum Beispiel, dass das Theta irgendeinen Wert Theta 0, klein Theta 0 annimmt. Wenn wir eine zusammengesetzte Hypothese haben, dann nehmen wir in diesem Fall die größte Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir lassen das Theta durch den gesamten Parameterraum, der der Nullhypothese entspricht, laufen und wählen dann die größte Wahrscheinlichkeit davon. Aber gedanklich sollten wir an dieser Stelle vielleicht erstmal eine einfache Nullhypothese nehmen, sodass das Theta 0, Großtheta 0, nur einen einzigen Wert enthält. Und dann ist es hier einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik im kritischen Bereich liegt, wenn in Wirklichkeit die Nullhypothese stimmt. Das ist der Fehler erster Art. Genauso läuft der Fehler zweiter Art, den nennt man manchmal auch Beta-Fehler. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik nicht im kritischen Bereich liegt, sondern im nicht kritischen Bereich liegt. Und zwar dann, wenn tatsächlich der Wert Kleintheta in der Menge liegt, Großtheta ohne den Nullhypothesenbereich Theta 0. Also mit anderen Worten, wenn die Nullhypothese falsch ist. Das ist der Fehler zweiter Art. Diese Definitionen müssen Sie kennen. Die sind auch gar nicht schwer, wenn man sich zunächst mal klar macht, dass wir hier nur zwei Komponenten brauchen, nämlich die Teststatistik und den kritischen Bereich. Wie man den kritischen Bereich findet und was wir als Teststatistik nehmen, das hängt sehr, sehr stark von der Hypothese ab, die wir überprüfen wollen. Ja, das muss man im Einzelfall immer anpassen. Wir gucken uns später nur eine Klasse von Tests an und gucken uns da dann an, wie wir den kritischen Bereich finden, wie wir die Teststatistik bilden. Da deklinieren wir das alles durch. Aber im allgemeinen Fall ist es erst nochmal relativ offen. Wichtig ist aber, sich klar zu machen, für jeden Test brauchen wir eine Teststatistik und brauchen wir einen kritischen Bereich. Und ein Fehler erster Art tritt auf, wenn die Teststatistik im kritischen Bereich drin ist, obwohl die Nullhypothese stimmt. Und genau das steht hier in der ersten Zeile. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Teststatistik im kritischen Bereich drin liegt, obwohl die Nullhypothese stimmt. Das obwohl die Nullhypothese stimmt, sehen Sie unter dem Supremum-Symbol. Genauso der Fehler zweiter Art ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik nicht im kritischen Bereich drin liegt, obwohl die Alternativhypothese stimmt. Also auch das sehen Sie wieder unter dem Supremum-Symbol, dass nämlich der Parameter Theta nicht in der Menge Großtheta 0 drin liegt. Gut, gehen wir weiter. Als nächstes definieren wir die sogenannte Power des Tests. Das benutzt man auch im Deutschen inzwischen als gängigen Begriff dafür. Der etwas ältere Begriff ist die Gütefunktion. Das ist völlig synonym. Sie können also Power oder Güte oder Powerfunktion oder Gütefunktion sagen. Die Powerfunktion liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeit dafür, die Nullhypothese abzulehnen in Funktion als Funktion des wahren Parameterwertes Theta. Also das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Teststatistik im kritischen Bereich drin liegt. Die hängt natürlich davon ab, wo der wahre Parameterwert Theta liegt. Und wir tragen das einfach für alle möglichen Werte des wahren Parameterwertes ab. Und auf diese Weise erhalten wir die Gütefunktion. So, jetzt hatte ich schon erzählt, wir haben den kritischen Bereich und wir haben die Teststatistik. Jetzt müssen wir natürlich den kritischen Bereich irgendwie festlegen. Und aus der ganzen Logik heraus, dass ein Fehler erster Art
ein schlimmer Fehler ist, ein Fehler zweiter Art, aber sehr viel harmloser ist, sollte man jetzt den Test so aufbauen, dass ein Fehler erster Art möglichst nicht auftritt. Natürlich können wir einen Fehler erster Art nie komplett vermeiden, denn letztlich handelt es sich immer um eine zufällige Entscheidung hier. Aber wir können den Test so konstruieren, dass ein Fehler erster Art nur mit einer vorgegebenen kleinen Wahrscheinlichkeit vorkommt. Und diese vorgegebene kleine Wahrscheinlichkeit nennen wir das Niveau des Tests oder auch das Signifikanzniveau des Tests. Das geben wir vor, das nennen wir normalerweise Alpha, wie beim Alpha-Fehler. Und wir wählen dann den kritischen Bereich so, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit erster Art Alpha entspricht. Alpha ist traditionell in den Wirtschaftswissenschaften meist 5% oder auch nur 1%. Das heißt, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit tritt dieser Fehler erster Art nicht auf. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% lehnen wir die Nullhypothese ab, wenn sie stimmt. Dann machen wir also diesen schlimmen Fehler. Oder wenn wir das Alpha sogar nur auf 1% setzen, würde dieser Fehler nur eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 1% haben. Nächster terminologischer Begriff, der Wert der Teststatistik oder die Realisation der Teststatistik, so wie wir beim Konfidenzintervall das konkrete Konfidenzintervall definiert haben als Realisation des Konfidenzintervalls, so definieren wir hier den Wert klein t als Realisation der Teststatistik. Die erhalten wir, indem wir in die Teststatistikfunktion nicht die Stichprobenelemente einsetzen, sondern die Realisation der Stichprobenelemente, also die konkrete Stichprobe. Hier steht jetzt klein x1 bis klein xn in der Funktion t drin. Das heißt, hier erhalten wir die Realisation der Teststatistik. Das nennt man auch häufig den Wert der Teststatistik. Und wir nehmen dafür den Buchstaben klein t. So, einige Sachen müssen Sie beachten. Ich weiß, das ist jetzt alles ziemlich viel und in dieser Abstraktheit auch nicht einfach zu verstehen. Wir werden aber in den nächsten beiden Wochen das wirklich in einzelnen Situationen, in konkreten Anwendungsfällen, in konkreten Tests ganz ausführlich nochmal durchgehen. Trotzdem liegt mir sehr am Herzen, dass Sie diese allgemeine Vorgehensweise kennenlernen und möglichst auch verstehen. Denn diese ganze wissenschaftstheoretische Fundierung ist wichtig für das Verständnis der Tests. Denn man findet häufig in der Presse oder auch in anderen Veröffentlichungen Sachen, die nicht, so nicht stimmen, weil jemand die philosophischen Grundlagen der Testtheorie nicht richtig umgesetzt hat. Wenn die Nullhypothese abgelehnt wird, das heißt, wenn unsere Teststatistik tatsächlich im kritischen Bereich drin liegt, dann können wir mit einigem Wert davon ausgehen, dass die Nullhypothese, mit einigem Recht davon ausgehen, dass die Nullhypothese tatsächlich falsch ist. Wir können nicht sagen, dass die Nullhypothese mit der und der Wahrscheinlichkeit falsch ist. Und das ist etwas, was Sie in allgemeinverständlichen Veröffentlichungen manchmal finden. Da wird dann gesagt, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit haben wir Erderwärmung oder irgendwelche anderen Phänomene. Da muss man bei dem Verständnis dieser Aussagen sehr aufpassen. Die sind häufig in dieser Formulierung nicht korrekt. Also wir können sagen, wenn der Wert der Teststatistik im kritischen Bereich drin liegt, dann können wir mit einigermaßen Berechtigung davon ausgehen, dass die Nullhypothese falsch ist. Das ist eine schwammige Formulierung, die ist nicht sehr packend, aber mehr können wir tatsächlich an dieser Stelle nicht sauber formulieren. Genauso können wir nicht sagen, dass eine Nichtablehnung nicht impliziert, dass die Nullhypothese tatsächlich falsch wahr ist. Das waren jetzt sehr viele Verneinungen ineinander verschachtelt. Also kurz gesagt, eine Nichtablehnung heißt nicht, dass die Hypothese stimmt. Eine Nichtablehnung heißt nur, dass die Daten nicht eklatant der Nullhypothese widersprechen. Also die Nullhypothese bleibt dann noch im Rennen. Wir haben sie noch nicht rausgeschmissen. Das heißt aber nicht, dass wir davon ausgehen, dass sie wirklich wahr ist. Wir könnten sozusagen sagen, sie könnte wahr sein. Die Daten sind nicht in einer Form, dass die Nullhypothese offensichtlich falsch ist. Diese
Asymmetrie führt dazu, dass es durchaus nicht gleichgültig ist, wie man die Nullhypothese aufstellt und entsprechend auch die Alternativhypothese aufstellt. Spielt also eine wichtige Rolle, ob Sie bei den Hypothesen das eine in die Null und das andere in die Alternativhypothese stecken oder umgekehrt. Da haben wir jetzt heute keine Zeit mehr zu. Das werden wir auch dann an den konkreten Tests, nämlich an den Erwartungswerttests, wirklich durchspielen in der nächsten und in der übernächsten Woche. Und wenn Sie zu diesen Sachen Fragen haben, stellen Sie diese Fragen bitte im Chat oder schicken Sie auch eine E-Mail. Wir haben nächste Woche ausführlich Zeit, uns mit den Erwartungswerttests zu befassen. Und übernächste Woche können wir dann auch noch Sachen nachholen, die zu kurz gekommen sind. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für heute. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche. Genau, auch von mir. Vielen Dank und wir sehen uns dann. Tschüss.